Hallo, Malamam Freunde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute ist wieder ein guter Tag. Zwar ein bisschen kühl, aber es regnet nicht. Ja. Gestern habt ihr natürlich die ganzen Fahrräder gesehen. Ja. Ich weiß, Fahrräder sind so. Aber ich muss auch sagen, ich könnte mich jetzt wieder sehen. Ich muss auch dazu sagen, ja, momentan läuft nicht so rund, wie es eigentlich laufen sollte mit dem Programm, aber wie ihr wisst ja auch, habe ich ja auch gestern, glaube ich, erzählt, oder vorige Tage, dass ich mir den nächsten neues Programm hole und dann lässt es wieder laufen. Ja. So, hier ist, glaube ich, besser. So, gehen wir mal rein. Ja, ich wollte mich heute nur kurz mal melden und wollte euch mal direkt mal was zeigen. Für mich mag das ob das jetzt für alle wichtig ist, weiß ich nicht. Aber für einige da draußen ist es doch sicherlich interessant. Ihr kennt ja diese Sendung. Wetten, dass. Heute Abend, 22:15 Uhr, ZDF Neo. Einschalten, wenn ihr Wetten, dass sehen wollt, mit dem neuen Moderator. Und da könnt ihr nochmal Frank Elstner sehen. Mal wieder ein Prominenter bei mir in der Sendung. Aber nicht wirklich prominent. Frank Elstner ist zwar prominent, dieser Mann vielleicht auch so ein bisschen, aber ich muss sagen, ich habe die Leute nie kennengelernt, ja, nur so vom Sehen oder vom Fernsehen her, aber nicht selber persönlich. Ich wollte es euch nur gesagt haben, ich bin auch gerade dabei, was heißt gerade, aber mit der Lindenstraße Staffel 8 weiter zu gucken, ne, und ja, jetzt wollte ich euch nochmal kurz was zeigen, habe ich mich heute vergessen mitzunehmen. Ihr kennt ja alle Bud Spencer, unseren leider von uns gegangenen Mann, der mit ihm, mit Terence Hill, sehr tolle Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Zwei sind nicht zu bremsen. Ja, war eine schöne Zeit mit den beiden, vor allen Dingen mit Bud, natürlich auch mit Terence Hill, ne? Aber man muss immer sagen, sie waren ein Green Team. Ich muss mich jetzt auch wieder von euch verabschieden, weil wir haben 18.57 Uhr. Und ich wollte jetzt mal am Abend machen und direkt dann für euch online stellen. Aber damit das auch alles geht und pünktlich kommt, muss ich mich jetzt von euch verabschieden. Bis dahin. Wir sehen uns die Tage wieder. Ja. Und bis dahin und tschüss.